Nicht gedacht, dass es in Deutschland so heiß werden kann. Oder wahrscheinlich habe ich es schon wieder vergessen. Ja, wir waren ja über 10 Jahre in Thailand und sind jetzt erst wieder 3 Wochen in Deutschland wieder, genauer gesagt in Freiham, München. Eine der häufigen Fragen, die uns gestellt wird, wenn Menschen erfahren, dass wir so lange Zeit im Ausland waren, ist die Frage: Und seid ihr schon angekommen nach so vielen Jahren jetzt wieder Deutschland? Seid ihr schon angekommen? Ich halte mein Handy heute in der Hand, darum, weil wir uns 12 Punkte aufgeschrieben haben. Und in diesen 12 Punkten kann man vielleicht erkennen, dass wir noch nicht ganz angekommen sind. Die möchte ich euch mal ja, erzählen. Erstens, was wir uns aufgeschrieben haben, Thema Sprache. Ich erinnere mich gerade in den ersten Tagen, wir sind zum Bäcker gegangen, wir sind in die Apotheke gegangen. Die nette Dame am Schalter, die gibt uns etwas, was wir verlangt haben. Und wir antworten auf Thai. Ja, wir haben die letzten Jahre nur Thai geredet. Aber dann, natürlich hat man doch auch noch das Ganze auf Deutsch sagen können. Zweiter Punkt, Thema Kultur. Wie oft haben wir in den ersten Tagen in Deutschland gehört oder besser gesagt gesehen, dass Leute uns komisch anschauen und sagen, das macht man in Deutschland nicht so. Oder das sagt man in Deutschland nicht so. In den letzten 10 Jahren, da muss man schon ganz schön aufpassen, was für Worte man gebraucht. Es ist immer mehr so diese Political Correctness wichtig geworden. Manche Worte darf man gar nicht mehr sagen, die man früher sagen durfte. Das sagt man in Deutschland nicht mehr so. Passt auf, was ihr da sagt. Das darf man nicht mehr sagen. Da müssen wir neu lernen. Ja, dritter Punkt, Thema Kultur. Gerade die ersten Tage haben wir uns gedacht, hey, was haben denn die Leute gegen uns? Warum kritisieren die uns so oft? Denn ganz oft, wenn wir irgendwas gesagt haben, haben wir gehört, ja, aber. Und wir haben uns gedacht, hä, warum hat er immer eine Ergänzung zu dem, was ich sage? Warum hat er immer was dagegen, was ich sage? Ist es nicht gut genug, was ich sage? Und ich glaube, so sind einfach die Deutschen. Jeder will seine Meinung sagen. In Thailand oder speziell Asien ist das gar nicht so. In Thailand war das so, da sagt man nicht ganz direkt seine Meinung. Nur ganz selten. Aber in Thailand, da hat man immer gelächelt und alle waren freundlich und haben alle das gut gefunden, was du sagst. Ich glaube, so diese Kritik, die sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Da müssen wir uns ein bisschen wieder einleben in Deutschland. Nochmal, vierter Punkt, Thema Kultur. Thema Kultur. In Thailand ist es so, wenn zwei Leute sich unterhalten und du willst zwischen die Leute durchgehen, weil eben kein anderer Weg ist, du kannst nicht um sie herumlaufen, dann bückst du dich und machst eine demütige Haltung und gehst zwischen den Leuten durch. Und in Deutschland, da machen wir das auch so, das ist einfach so ein Gefühl drin und die Leute schauen uns an, als wären wir die größten Deppen. Ganz normal in Thailand, Höflichkeit in Deutschland macht man das nicht so. Müssen wir uns abgewöhnen, ja. Drittens, nein, nicht drittens, was haben wir jetzt? Fünftens, ja, fünftens, Thema Kleidung. Ach, ganz oft habe ich mich dabei erwischt in der Früh, wenn ich mich anziehe, dass ich gedacht habe, ach nö, ich brauche gar keine Socken, warum brauche ich denn Socken? Oder so habe ich ja gar nicht gedacht, sondern ich habe sie erst gar nicht rausgeholt zum Anziehen. Erst später, als es dann kalt wurde, habe ich gemerkt, stimmt, wir sind ja in Deutschland. Ich glaube, hier sollte man doch Socken anziehen. Das ganz gleiche mit der Jacke. Dass meine Frau dann oft zu mir gesagt hat, spinnst du, kannst du nicht ohne Jacke draus gehen? Und vom Gefühl habe ich mir gedacht, ja, so kalt wird es schon nicht sein. Bin ohne Jacke rausgegangen, ja, meine Frau hat recht gehabt. Wir sind in Deutschland, wir sind nicht mehr in Thailand, da soll man Socken anziehen und auch eine Jacke anziehen, weil es einfach schweinekalt ist. Nächster Punkt, Thema Zeitverschiebung. Ja, ganz am Anfang natürlich Jetlag, da ist man mitten in der Nacht aufgewacht und war um 17 Uhr. Ja, nachmittags, abends, wie man sieht, waren wir todmüde, weil es eigentlich bei uns in Thailand schon mitten in der Nacht war. Aber auch noch ein anderer Punkt zum Thema Zeitverschiebung. Manchmal haben wir eine E-Mail bekommen um 18 Uhr oder einen Anruf bekommen um 18 Uhr von einer deutschen Person aus Deutschland. Und der erste Gedanke war, hä, der ruft aber spät an, hä, der schreibt aber spät eine E-Mail. Ist der jetzt noch auf? Wie viel Uhr ist denn jetzt in Deutschland gerade? Weil in uns, da waren wir immer noch in Thailand. Und haben uns gedacht, irgendwie, der ruft aus Deutschland an, der schreibt aus Deutschland, aber wir sind in Thailand. Nein, bis uns dann eingefallen ist, ach nee, wir sind ja selber in Deutschland. Oh, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Nächster Punkt, Thema Autofahren in Thailand. Da nimmt man es nicht so genau mit den Straßenverkehrsregeln. Und das merken wir leider auch die ersten Tage, vor allem bei kurzen Strecken, da habe ich mich gar nicht angeschnallt, weil in Thailand da schnallt man sich in der Regel nicht so an, muss ich mir schleunigst wieder angewöhnen.
sonst gibt es Ärger, in welcher Hinsicht auch immer. Besser anschnallen beim Autofahren. Aber in Thailand macht es irgendwie niemand. Ja, sollte man sich kein Vorbild dran nehmen, aber irgendwie, wenn man so lange in Thailand lebt, dann schaut man das irgendwie dummerweise ab. Muss ich mir wieder abgewöhnen. Auch Thema Autofahren, nächster Punkt. In die falsche Seite aussteigen, weil in Thailand, da ist das Lenkrad auf der anderen Seite. Man fährt auch auf der anderen Straßenseite. Das haben wir uns wieder angewöhnen müssen. Und manchmal erwische ich mich damit, ich bin der Fahrer, will aber in die Beifahrertür einsteigen, weil das Lenkrad in Thailand einfach auf der anderen Seite ist. Tja, Thema Geld. Ja, wie könnte es anders sein? Manchmal, da gehen wir in den Supermarkt und wir sehen irgendetwas und da steht dann 40 drauf. Ganz logisch, 40 Euro. Aber in uns denken wir uns, boah, für so ein großes, eigentlich teures Ding, 40 thailändische Baht? 40 thailändische Baht sind ungefähr 1,20 Euro. Bis wir uns dann auf einmal uns bewusst wird, oh nein, das sind ja keine 40 Baht, das sind 40 Euro. Ach nee, so günstig ist es doch dann gar nicht. Ja, weiter mit dem Thema Geld. In Thailand gibt es natürlich anderes Geld, andere Scheine und die haben aber die gleiche Farbe wie so manche deutsche Scheine, wie zum Beispiel der 5-Euro-Schein aus Deutschland hat die gleiche Farbe wie der 20-Baht-Schein in Thailand. Jetzt ist aber 5 Euro viel mehr wert als 20 Baht. Und manchmal sind wir da durcheinander gekommen und haben gerade in den ersten Tagen noch überlegen müssen, Moment, was sind jetzt 5 Euro? Was für eine Farbe ist das jetzt? Grün? Rot? Was ist das für eine Farbe? Ah ja, okay, grün. Ja, jetzt haben wir es hoffentlich schon wieder drauf. Mal schauen. Ja, was haben wir noch hier stehen? Oh ja, das müsste der 10. Punkt sein, Thema Corona. In Thailand, muss man ja ganz ehrlich sagen, war Corona, zumindest in unserem Bundesstaat, wo wir waren, in Payau, da gab es das fast nicht. Gut, manche Leute sagen auch, ja, wenn nicht getestet wird, dann kann es es natürlich auch nicht geben, ganz logisch. Ja gut, bei uns war es so, im Bundesstaat, dass offiziell einfach insgesamt 4 Leute betroffen waren, aber jetzt schon wieder alle geheilt sind und das mit der Maske und das mit dem Abstand und das mit den Regeln. Die waren da, aber es hat niemand so richtig ernst genommen. Und jetzt sind wir in Deutschland und wir sind uns total unsicher. Ja, wie verhält man sich jetzt in Deutschland? 1,5 Meter Abstand halten, Maske aufsetzen, große Menschenmengen meiden. Darf ich jetzt mich mit dem treffen oder darf ich es nicht? Ja, ich habe gehört von manchen deutschen Freunden, ihnen geht es immer noch genauso, obwohl sie nie im Ausland waren. Aber für uns ist das jetzt total die Umstellung. Was darf ich jetzt eigentlich? Hä, warte mal, hat jetzt das Möbelhaus auf oder nicht? Ach nee, es hat irgendwie schon auf, aber man muss sich irgendwie anmelden. Hä, wie melde ich mich jetzt da an? Ja, irgendwie hat sich so viel verändert und für euch war das vielleicht so ein schleichender Prozess und ihr seid damit hineingenommen worden, aber für uns, platsch, wir sind jetzt hier einfach da und wir müssen uns irgendwie da einlesen und dumm fragen. Und für Leute ist das total ganz klar, wenn wir sagen, oh, wir gehen jetzt da und dahin, dann sagen die Leute zu uns, da kannst du doch gar nicht hingehen. Oh, stimmt, ja, total vergessen. Ja, wir sind ja in Deutschland. In Thailand ging das. Ja, noch ein Punkt, die Vorzüge von Deutschland wieder genießen dürfen. In Thailand war es ja so, in der Öffentlichkeit, da küsst du deine Frau nicht. In der Öffentlichkeit, da hältst du auch nicht Händchen mit deiner Frau. In Deutschland ist das ganz normal, aber trotzdem ertappe ich und die Lien, wir ertappen uns, dass wir beide in Deutschland so leben wie in Thailand. Leute, die uns auf der Straße sehen, ja, die halten Abstand voneinander, die halten kein Händchen. Ja, ob es bei denen vielleicht kriselt in der Beziehung? Nee, in Thailand ist es einfach so, dass man kein Händchen hält, dass man sich nicht küsst in der Öffentlichkeit. Überhaupt das Thema Spazieren gehen. In Thailand geht man nicht spazieren, da ist es viel zu heiß dafür. In Deutschland. Gerade habe ich mir gedacht, ich muss zur Post fahren, gar nicht weit weg von uns hier, wo wir wohnen in Freiham. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, ah, gut, steige ich ins Auto, fahre los. Und dann, hey, Moment, du kannst doch laufen. Ist doch ganz logisch. In Thailand läuft man nicht. Ist einfach viel zu heiß. In Deutschland, da kann man mal schnell laufen. Ich glaube, wir können wieder so diese Vorzüge von Deutschland auch neu lernen. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, dass wir uns wieder eingewöhnen in Deutschland. Nicht nur. Ja, nicht nur eben äußerlich und die oberflächlichen Sachen, sondern auch innerlich. Ja, wir waren jetzt so lange Zeit in Thailand und ich glaube, wir können Menschen aus anderen Nationen jetzt in Deutschland auch ganz gut verstehen und erkennen vielleicht so manche Eigenarten der Deutschen. Heute mal so ein kleiner ja, Bericht von uns, wie es uns geht nach knapp 3 Wochen.
Deutschland wieder. Und was uns aufgefallen ist, dass wir vielleicht immer noch dabei sind, anzukommen in die Kultur in Deutschland und das Land, das Wetter, die Gegebenheiten und die Regeln. Ja, bitte habt Geduld mit uns und wir freuen uns, euch kennenzulernen in Freiham oder wo auch immer. Bye bye von Thailand nach Freiham. Wir sehen uns.